Hallo Stadtgärtner, dies ist eine Melde. Die Melde ist ein grenzwertiges Unkraut bis eine Nutzpflanze. Früher wurde sie wie Spinat als normale Nutzpflanze verwendet. Mit der Zeit ist er aufgrund ihres Geschmacks ein bisschen davon verdrängt worden, erhält aber wieder ein Revival als Unkraut. Wenn ihr im Beet sonst nichts habt, könnt ihr diese Pflanze stehen lassen als Spinat oder wie Mangold verwenden. Wenn ihr sonst andere Pflanzen habt, ist meistens besser, die Melde zu entfernen. Diese Melde hat nun eine Besonderheit. Auf dem Blatt, was man hier deutlich sieht, sitzt eine Marienkäferlarve. Diese Larve frisst aller möglichen Arten von Blattläusen, vor allem welche an der Melde sitzen, aber auch an anderen Pflanzen. Wenn ihr so eine Larve seht, unbedingt in Ruhe lassen oder vorsichtig mit ihr umgehen. Wenn ihr eine Pflanze habt mit vielen Blattläusen, nehmt eine Larve, wie diese ist, und setzt sie auf die Pflanze mit den vielen Blattläusen, die frisst dann die Blattläuse runter. Später wird daraus Marienkäfer, der wieder weiter Blattläuse frisst. Also einer der wichtigsten Nützlinge, die ihr im Garten finden könnt. Blattläuse sind bei der Melde vor allem an den Blattunterseiten zu sehen, wie hier, werden dann entsprechend aber auch von den Larven mit bejagt. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Umsetzen mit Marienkäfern und euren kleinen Unterstützern im Garten.